Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 18. Oktober. Schön, dass Sie wieder zu den aktuellen Nachrichten aus unserer Region eingeschaltet haben. Unser erstes Thema befasst sich mit der braunen Spree. Die Brandenburger Landesregierung will weiter gegen die Eisenocker- und Sulfatbelastungen in der Spree vorgehen. Das erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke nach einem Treffen mit dem Aktionsbündnis Klare Spree in Potsdam. Die Maßnahmen der LMBV mit Bekalkungen und Ausflockung sowie Entschlammung hätten schon deutliche Erfolge gezeigt. So konnte die Konzentration des Eisens von 5 Milligramm pro Liter im Zulauf auf 0,5 Milligramm pro Liter im Ablauf der Talsperre Spremberg gesenkt werden. Trotzdem bleibe der Kampf gegen die Eisenockerbelastung weiter Chefsache, so Woidke. Trotz der extremen Trockenheit sei es auch gelungen, auch die Sulfatgehalte im Trinkwasser unterhalb der Grenzwerte zu halten. Dies habe durch die gute Zusammenarbeit der entsprechenden Behörden in Brandenburg, Sachsen und Berlin geklappt. Der Ministerpräsident kündigte bis zum Jahresende die Erarbeitung eines strategischen Gesamtplans an, in dem Zielwerte für Eisen und Sulfat festgelegt werden. Innenminister Roland Wöller hat sich zu den Manipulationsvorwürfen an der Rothenburger Polizeifachschule geäußert. Er kündigte eine umfassende Prüfung der Vorfälle durch einen Sachverständigen an. Gerade beim Führungsnachwuchs der Polizei komme es auf die innere Haltung und Charakter an. Mitarbeiter und Studenten an der Hochschule seien daher in ganz besonderem Maße an Recht und Gesetz gebunden, so der Minister. Im Frühjahr 2019 sollen die Untersuchungsergebnisse vorliegen. Gegen einen Mitarbeiter der Hochschule wird ermittelt. Er soll Prüfungsaufgaben den Absolventen vorab zugänglich gemacht haben. Der Dozent wurde suspendiert. Im Besucherzentrum des Findlingsparks Nochten ist eine Ausstellung zur Bergbaugeschichte in Sachsen und Niederschlesien eröffnet worden. Gezeigt werden Ergebnisse eines gemeinsamen Projektes polnischer und sächsischer Bergbehörden. Im Fokus stehen dabei unterschiedliche Themen, so zum Beispiel wie die Rohstoffe das Wachstum und den Wohlstand einer Region prägen, aber auch Konfliktpotenzial beim Abbau hervorrufen. Informationen gibt es zu Förder- und Abbautechniken, Über- und Untertage. Auch die Risiken im Umgang mit Alttagebauen sowie deren Nachnutzungsmöglichkeiten werden erläutert. Die Wanderausstellung soll bis April 2020 an verschiedenen Orten in Sachsen und im Anschluss in Polen zu sehen sein. In Nochten wird sie bis zum 15. November gezeigt. Der Findlingspark wurde übrigens als erste Station ausgewählt, da er ein sehr gutes Beispiel für eine gelungene Renaturierung sei, hieß es bei der Öffnung. Die Schülerfirma Help for You des Hoyerswerda Foucault-Gymnasiums ist mit dem Existenzgründerpreis der Wirtschaftsinitiative Lausitz ausgezeichnet worden. Erstmals wurden in diesem Jahr in einer Sonderkategorie Businesspläne von Schülern prämiert. Das Jugendunternehmen befasst sich mit der Nachhilfe und bringt hilfesuchende und lehrende Schüler zusammen. Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert. Insgesamt 14 Bewerbungen gab es. Im Rahmen des Wettbewerbs entwickelten Schüler zunächst eine Geschäftsidee und erarbeiteten anschließend einen Geschäftsplan. Platz 2 und 1.000 Euro ging an das Emil-Fischer-Gymnasium in Schwarzheide. Dort werden kleinere Aufträge regionaler Firmen an Schüler vermittelt. Die neue Görlitzer Turnhalle an der Jägerkaserne entwickelt sich zum Millionengrab. Wie aus den entsprechenden Stadtratsunterlagen hervorgeht, belaufen sich die aktuellen Kostenschätzungen auf 8,7 statt der ursprünglich geplanten 7 Millionen Euro. Da es bislang keine weiteren Fördermittel zu sagen gibt, verdoppelt sich der städtische Eigenanteil entsprechend von 1,6 auf 3,3 Millionen Euro. Die Abgeordneten haben bereits eine Maßnahmenliste zur Geldumschichtung zugunsten des Turnhallenbaus beschlossen. Die Turnhalle an der Hugo-Keller-Straße zählt zu den ambitioniertesten Bauprojekten der Stadt Görlitz in den letzten Jahren. Sie soll auch ein Parkdeck für Besucher der Altstadt umfassen. Vor etwa einem Jahr war ein alter, zur früheren Stadtbefestigung gehörender Turm entdeckt worden, dessen Sicherung wesentlich zum Kostenanstieg beigetragen hatte. Graffiti trifft auf Ruine ist in dieser Woche das Thema in der Energiefabrik in Knappenrode.
Dort laufen aktuell Umbauarbeiten und so soll aus Altem Neues entstehen. Meine Kollegin Vanessa Ulbricht weiß, wie das gelingt. Im Zuge eines Workshops haben 10 Mädchen und Jungen die ehemalige Verwaltungsbaracke auf dem Areal der ehemaligen Brikettfabrik zur Verfügung gestellt bekommen. Die Ruine wurde zunächst gereinigt, um anschließend mit Graffiti gestaltet zu werden. Zum Sprayen braucht man jedoch einige Grundkenntnisse, die die Teilnehmer von René Kruner vermittelt bekommen. Man muss ja erstmal das Handling mit der Dose lernen. Also man erlernt erstmal dieses Teil hier, dass es schön klappert. Wie man damit umgeht. Also das ist wirklich das Wichtigste. Es gibt viele Leute, die kunstbegeistert sind und auch Kunst machen. Aber mit der Dose umzugehen, ist halt wirklich noch ein bisschen was anderes, als mit dem Pinsel zu malen. Weil man mit dem Pinsel eigentlich die Handführung so flüssig ausübt, macht man mit der Dose auch. Aber hier braucht man quasi den Finger. Sich verschiedene Motive auszudenken, ist gar nicht so leicht, weiß auch der Profi. Doch die Nachwuchstalente haben Spaß bei der Sache. Und am Ende soll das auf die Wand gesprühte auch noch ein Hauch von Kunst haben. Doch in diesem Fall entsteht nicht die Kunst im Einzelnen, sondern vielmehr die Ruine. Mit der Ruine wollten wir was anstellen. Das ist so, dass die Ruine in 2 Jahren nicht mehr existent sein wird. Mit unserem Umbau ist diese Fläche, auf der wir uns hier gerade befinden, nicht mehr zum Museum gehörig. Und die Ruine wird in Zukunft dann platt gemacht. Das heißt, die ist jetzt noch eine vorübergehende Entscheidung, ist aber Ruine und war auch seit 1994 Ruine. War nie was anderes als eine verwitterte Ruine, eine ehemalige Verwaltungsbaracke. Jeder fängt einmal klein an. Und damals hatte man noch nicht so viele Vorbilder wie heute. Doch das stellte bereits früher für die Graffiti-Künstler kein Problem dar. Man wusste sich irgendwie zu helfen. Also eigentlich autodidaktisch. Also ich glaube, jeden, den ich kenne, so in meinem Alter, der hat sich das alles alleine beigebracht. Man hat sowas gesehen, diverse Filmchen, die es früher gab, Beat Street, White Style und alles sowas. Ja, und dann hat man sich einfach mal ausprobiert an der Wand. Bergbau damals wie heute, so das hauptsächliche Motto des Kurses. Man will mit künstlerischen Bildern die Vergangenheit und die Zukunft in einem Bild erstrahlen lassen. Ist doch das Bergbaumuseum ein Ort der Erinnerung und mit der Aktion auch gleichzeitig Stätte, in der sich auch die Zukunft der Lausitz widerspiegelt. Das sind Themen der Vergangenheit wie auch Zukunftsausblicke. Konkret wollen wir, oder wurde so besprochen, ja nicht von mir, von den einzelnen Teilnehmern, wollen wir die Menschen würdigen, die hier gearbeitet haben. Also es werden Arbeitergesichter da drauf kommen. Es wird was Bergbauspezifisches drauf kommen. So sind die aktuellen Planungen. Ein Tunnel, der vielleicht wohin führt in Richtung Zukunft. Und es werden Naturthemen draufkommen, die Natur, die uns umgibt, die Umwelt, die uns wichtig ist. Also mit diesen Fragen haben wir uns auch beschäftigt. Und auch auf einer Wand ganz klar Werte, die uns wichtig sind. In Knappenrode sind den Jugendlichen innerhalb dieses Projektes keine Grenzen gesetzt. Und Museumspädagogin Juliane Wünsche ist durchaus begeistert vom Engagement und den einzelnen Ideen. Meine Bilanz bisher ist total super, denn es ist ja eine Sache, sich erstmal mit in einer Gruppe von 10 Leuten zu organisieren. 10 Leute, die sich teilweise noch nicht kannten, manche kannten sich untereinander und dann gemeinsam Ideen zu entwickeln. Und wichtig vom museumspädagogischen, vom vermittlerischen Ansatz war mir, dass das ganze Ergebnis offen ist. Es gibt keine Vorgabe, wer wie was machen soll. Jeder, und das war das Anliegen, sollte seine Gedanken einbringen. Und ganz ehrlich, nach einem Kennenlerntag, jetzt an den weiteren Tagen, ist das immer mehr gewachsen. Und ich finde die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen total engagiert. Und ich freue mich mega drüber, dass sie in der Ferienzeit an dem Projekt teilnehmen und zu uns nach Knappenrode in die Energiefabrik dafür gekommen sind. Am Ende des Workshops soll die poröse Baracke in neuem Glanz erstrahlen. Dies geschieht jedoch nicht nur mit der bunten Farbe. Auf der Ruine wird man in den Abbildungen ehemalige Bergbauarbeiter auf eine ganz besondere Art und Weise ehren und würdigen. In der Drehscheibe Lausitz geht es jetzt weiter mit den Polizeimeldungen.
In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei in Görlitz einen 43-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er soll zuvor im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Löbauer Straße einer Frau aufgelauert, sie mit einem Messer bedroht und ihr die Hose heruntergezogen haben. Die 33-Jährige rief um Hilfe. Ein 46-jähriger Hausbewohner hörte die Schreie und griff ein. Bei einer Auseinandersetzung mit dem Täter erlitt der Zeuge leichte Schnittverletzungen an den Händen. Auch eine Scheibe der Haustür ging zu Bruch. Der Angreifer konnte flüchten, wurde aber später gefasst. Der 43-jährige Syrer stand mit knapp 1,5 Promille unter Alkohol. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Zu einem Brand musste die Kamenzer und Bernbrucher Feuerwehr am Mittwochabend ausrücken. Aus einer Lagerhalle an der Friedensstraße drang dichter Rauch. Ursache war ein brennender Reifen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Ein Bauarbeiter ist in Radeberg verletzt worden. Der Mann arbeitete in einer Baugrube an der Pulsnitzer Straße, als sein Fahrzeug offenbar die Absperrung streifte. Teile davon fielen herunter. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen A5 oder A6 bzw. einen 5er BMW gehandelt haben. Das Kennzeichen hatte die Buchstaben DD, BB und drei Ziffern. Wer Hinweise zum Fahrzeug oder Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 03578 3520 zu melden. Auf dem Pendlerparkplatz an der A4 bei Burkau ist ein Transporter gestohlen worden. Der Sprinter war 3 Jahre alt und im Innenraum befanden sich zahlreiche Werkzeuge und Maschinen, so die Polizei. In Summe beziffert der Handwerker den Verlust mit rund 40.000 Euro. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns hoffentlich gleich wieder. Dann gibt es weitere Meldungen aus dem Lausitz-Welle-Sendegebiet. Noch auf ein Bier? Nicht. Oder schick essen? Pille vergessen. Nicht. Doch. Simsalabim. Kind Nummer 4. Nicht zu glauben, Schatz, das ist ja herrlich. Neue Kutsche, nicht. Neue Rutsche, nicht. Neue Räume, nicht. Ich träume, nicht. Doch, mach ich einfach, nicht. Brauch ich aber. Entscheiden ist einfach, nicht. Doch, weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem Kredit helfen kann. Und damit willkommen zurück zur Drehscheibe Lausitz. Wie versprochen gibt es jetzt noch einmal Meldungen, kompakt zusammengefasst. Kamenz will die Belebung der Innenstadt weiter forcieren. Dazu soll jetzt ein Gründerwettbewerb gestartet werden. Analog dem Studienprojekt Erdgeschoss in der Bautzener Straße seien Ideen für Geschäfte gefragt. Sie sollten auf die Grund- und Nahversorgung sowie auf das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein der Menschen unmittelbar im Stadtzentrum Bezug nehmen, heißt es im Aufruf. Ausgelobt werden 5.000 Euro Startkapital für die Umsetzung der Geschäftsidee. Das Preisgeld wird zweckgebunden für Beratungsleistungen, Ausstattung und Marketingmaßnahmen vergeben. Eine Auftaktveranstaltung zum Wettbewerb gibt es am 25. Oktober in der Stadtwerkstatt Luxemburgstraße 13 um 8.15 Uhr. Bis zum 31. Dezember 2018 können Konzepte mit konkreten Absichten zur Umsetzung im Jahr 2019 eingereicht werden. Die Konzeption sollte per E-Mail an studio@annehaselbach.de gesendet werden. Der Görlitzer Tierpark bittet dringend darum, sich an das Fütterungsverbot zu halten. In den vergangenen Tagen litt die 4-jährige Sau Soleika unter einer massiven Kastanienvergiftung. Eicheln und Kastanien werden aufgrund ihrer Inhaltsstoffe von einigen Tieren schlecht vertragen. Auch wenn die Früchte herumliegen, können sie immens schaden. Soleika litt an starken Bauchkrämpfen, Apathie und Bewegungsstörungen. Mittlerweile hat sich die Sau mit Hilfe eines Tierarztes wieder erholt, so die Einrichtung. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten verkauft, heißt es am 10. November im Marstall im Musgauer Park.
Dann wird die bereits 10. Kunstauktion der Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz durchgeführt. An den nächsten 3 Wochenenden können die Werke vor Ort bereits angeschaut werden. Ab dem 23. Oktober wird unter der Internetadresse kunstkulturstiftung-oberlausitz.de auch ein Online-Katalog veröffentlicht. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Arbeit der Stiftung, deren Ziel der Erhalt und die Sicherung von künstlerischen Nachlässen Oberlausitzer Künstler ist. Gebote können via Internet oder am Auktionstag direkt vor Ort abgegeben werden. Aufgrund der begrenzten Sitzplätze wird um eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 03581 66 39 402 oder per E-Mail an stiftung-kkol@kreis-gr.de gebeten. Die Initiative Gesundes Pausenbrot machte am Mittwoch Station an der Hoyerswerder Lindenschule. Im Hort der Einrichtung schmierten sich die Kinder selbst gesunde Kost. Mit der Aktion soll den Mädchen und Jungen Lust auf gesunde Ernährung gemacht und dafür gesorgt werden, dass sie fit für die Schule sind. Hintergrund: Das Frühstück kommt bei vielen Schülern zu kurz. Wie Studien zeigen, geht noch immer jedes 5. Kind ohne ein Pausenbrot aus dem Haus. Die Initiative Gesundes Pausenbrot bietet Schulen und Kitas in ganz Deutschland bereits im 7. Jahr in Folge die Möglichkeit, sich für eine gesunde Ernährung der Kinder einzusetzen. Insgesamt werden sich in diesem Jahr rund 100.000 Kinder an der Aktion beteiligen. An diesem Samstag findet im Hoyerswerder Bürgerzentrum das bereits 8. Amateurfilmfest 7 Minuten statt. Anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums gibt es bei dieser Auflage ein Spezial. Es werden nicht nur die aktuell eingereichten Streifen, sondern auch besonders gelungene Produktionen der letzten Jahre gezeigt, heißt es von der Kulturfabrik. Es gäbe so ein Wiedersehen mit cineastischen Schätzen, die die Vielfalt, die Lebendigkeit und die Einzigartigkeit Hoyerswerders auf der Leinwand feiern. Der Eintritt ist frei, los geht's um 19 Uhr. Die Bischofswerder Stadtverwaltung ist auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum. Er soll traditionell auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus aufgestellt werden, erklärt Stadtsprecher Sascha Hache. Der Baum sollte mindestens 10 Meter hoch, kegelförmig und gut gewachsen sein. Er muss dicht sein und sollte keine Fehlstellen aufweisen. Der Standort sollte auch so gelegen sein, dass der Baum gefahrlos gefällt und abtransportiert werden kann. Falls gewünscht, erhält der Besitzer den Baum nach dem Weihnachtsfest in Form von praktischen Baumscheiben zurück. Bis zum 2. November können Kandidaten vorgeschlagen werden. Das geht telefonisch unter 03594 70 41 81 oder via Mail an bauhof@bischofswerda.de. Am Freitag reist der DL2-Tabellenführer Lausitzer Füchse zum Spitzenspiel nach Ravensburg. Die Tower Stars sind Tabellenzweiter und können beim Erfolg die Spitze übernehmen. Zuletzt siegten die Oberschwaben mit 7:4 bei den Löwen Frankfurt. Dabei zeigten die Tower Stars einmal mehr ihre Klasse in der Offensive. In den bisherigen 9 Saisonmatches versenkte die Mannschaft von Trainer Jerzy Ehrenberger den Puck ganze 51 Mal. Der stärkste Wert aller Zweitligamannschaften. Viel Arbeit droht dem Füchse-Schlussmann Oliver Schmidt, der von den Fans zum Spieler des Monats September in der DL2 gewählt wurde. Der 23-Jährige spielt eine starke Hauptrunde und hatte im vergangenen Monat eine Fangquote von 94%. Diese wird seine Mannschaft nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge auch wieder benötigen. Bulli in der Eissporthalle Ravensburg ist um 20 Uhr. Schon am Sonntag geht es in der heimischen Eisarena Weißwasser weiter. Ab 17 Uhr bekommen es die Füchse dann mit den Bietigheim Steelers zu tun. Und wir unterbrechen noch einmal kurz und schauen dann auf die Baustellen und Verkehrsbehinderungen in unserer Region. Bleiben Sie also dran. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan.
Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Stop it go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. Auf dem A4 Autobahnabschnitt zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla laufen Bauarbeiten, die Fahrspuren sind eingeengt. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Hermsdorf und Dresden-Nord kommt es ebenfalls zu Behinderungen. Die Auf- und Abfahrt Hermsdorf ist komplett dicht. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Dresden-Nord und Ottendorf-Okrilla werden die Leitplanken erneuert. Die linke Fahrspur ist gesperrt. Und ebenfalls eine beidseitige Baustelle befindet sich zwischen Weißenberg und Niederseifersdorf. Die Ortsverbindung zwischen Leppersdorf und Lichtenberg ist halbseitig gesperrt. Hier wird eine Bauumfahrung angelegt. Eine Ampel führt an der Engstelle vorbei. Die Ortsdurchfahrt in Wachau ist ab Montag wegen Kanalarbeiten vollgesperrt. Eine Umleitung führt über Ottendorf, Okrilla und Lomnitz. Die B97 in Ottendorf-Okrilla ist in der sogenannten Hirschkurve vollgesperrt. Eine Umleitung ist großräumig über Lausnitz, Tauscher und Radeburg ausgewiesen. Auch die Kreisstraße zwischen den Schwebnitzer Ortsteilen Grüngräbchen und Kosel ist halbseitig gesperrt. Die Arbeiten wurden um eine Woche verlängert. Die S155 zwischen Demitz-Tumitz und Schmölln ist komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. In Steiner ist die Elstraer Straße zwischen Ohorner Straße und Windmühlenhang komplett dicht. Eine Umleitung führt über Mörsdorf, Gersdorf und Niedersteiner. In Arnsdorf ist die Klein-Wolmsdorfer Straße teilweise komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt innerörtlich. Im Pulsnitzer Ortsteil Lichtenberg ist die Königsbrücker Straße wegen Fahrbahnerneuerung vollgesperrt. Eine Umleitung führt über Pulsnitz, Gersdorf und Reichenbach. An der Eisenbahnbrücke in der Stolpner Straße in Bischofswerda kommt es zu Behinderungen und Sperrungen. Das Bauwerk wird erneuert. Die Zufahrt zum Klärwerk bleibt gewährleistet. Die Neustädter Straße in Bischofswerda ist gesperrt. Die Zufahrt zur Stiftstraße sowie am Güterbahnhof bleibt gewährleistet. Eine Umleitung wird über die Stolpner- und Süßmilchstraße sowie den Drebnitzer Weg ausgeschildert. In Bischofswerda ist die Hermannstraße auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung am Hof und Fabrikstraße wegen Sanierungsarbeiten komplett gesperrt. Die S104 ist zwischen Reichenbach und Reichenau komplett gesperrt. Hier wird eine Stützmauer erneuert und im Anschluss der Asphalt. Eine Umleitung erfolgt über Bischheim, Kamenz und die S100. In Kamenz ist die Weinbergstraße im Bereich zwischen der Mauerschleuse und der Elsa-Brandström-Straße komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Ebenfalls gesperrt ist die Grüne Straße. Umleitungen erfolgen über die Hohe Post- und Oststraße bzw. den Böhnischplatz. In Straßgräbchen sind die Kamenzer und die Schulstraße vollgesperrt. Hier werden neue Abwasserleitungen verlegt. Die Umleitung führt über die B97 und S94. Die Ortsdurchfahrt Bulleritz ist wegen Brückenneubaus komplett gesperrt. Eine Umleitung ist über die B97, S95 und S100 ausgeschildert. Zwischen Wiednitz und Grünewald wird die Brücke über das Rolander Schwarzwasser neu gebaut. Eine Ampel führt an der Baustelle vorbei. Die Ortsdurchfahrt Hosener ist gesperrt. Eine Umleitungsstrecke führt über Lauter, Bernsdorf und Grünewald. In Senftenberg ist die Schmiedestraße vollgesperrt. Die Zufahrt für Anlieger der Senftenberger Innenstadt erfolgt über die Schlossstraße, die dafür in beide Richtungen befahren werden kann. Ebenfalls in Senftenberg ist die Reiersbachstraße zwischen Bebel- und Robert-Hanau-Straße wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Die Kreisstraße zwischen Lauhammer und Tettau wird ab Montag vollgesperrt. Die Sanierungsarbeiten sowie die Anbindung der Radwegebrücke werden abgeschlossen, informiert die Kreisverwaltung. Eine Umfahrung ist ausgeschildert. In Spreewitz ist die Kreisstraße im Bereich der Siedlung komplett gesperrt. Hier wird die Brücke erneuert. Eine Umleitung ist über Spremberg, Trattendorf und Schwarze Pumpe ausgeschildert. Die S95 im Hoyerswerda Ortsteil Dörgenhausen ist vollgesperrt. Umgeleitet wird großräumig über die B97, die B96 sowie Brischkow und Wittichenau.
Die Ortsdurchfahrt im Wittichenauer Ortsteil Hoske ist abschnittsweise komplett gesperrt. Eine Ampel regelt das Vorbeikommen. Im Malschwitzer Ortsteil Barut ist die Hauptstraße voll gesperrt. Es wird großräumig über Kleinsauernitz, Wasserkretscham und Kotitz umgeleitet. Wir kommen zum Landkreis Görlitz. Die Straßenbrücke auf der B115 bei Niesky ist komplett gesperrt. Sie wird neu errichtet. Eine großräumige Umfahrung ist ausgeschildert. Ebenfalls dicht ist der Bahnübergang in der Neuhofer Straße. Auf der B115 in Kodersdorf ist in Höhe Sariechener Straße eine Baustelle. Die S112 zwischen Kotitz und Serka ist in beiden Richtungen Baustelle, vorübergehende Regelung durch Ampelanlagen. Egal, wo Sie unterwegs sind, kommen Sie gesund und gut ans Ziel. Stop it go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 18. Oktober 1614 erhielt Tobias Kretschmer von der Gerichtsherrschaft Hoyerswerda die Konzession zur Führung einer Apotheke. Es war das älteste vergebene Privileg unter den Oberlausitzer Landapotheken. Dadurch unterband man den zuvor üblichen Handel mit Arzneien außerhalb der Apotheke. Nur die Bader durften noch bestimmte Tinkturen selbst herstellen und verabreichen. Die erste Apotheke befand sich in der Senftenberger Straße. 1675 wurde sie in ein Haus an der Nordseite des Marktes verlegt. Das Gebäude brannte am 23. September 1679 beim großen Stadtbrand völlig ab. Nach dem Wiederaufbau kaufte der Apotheker Ehrenfried Sartorius 1696 auch das rechts daneben stehende Haus und vereinigte beide zur Apotheke. 1850-51 erfolgte der Umbau in ein dreistöckiges Sattelhaus mit frühklassizistischer Fassade und einem Relief mit dem Esculapstab. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Auch am Freitag gibt es bei der Haustechnik Lauter in der Krankenhausstraße 9 in Lauter die Infotage. Dabei bekommen Hauseigentümer jede Menge Tipps rund um moderne Heizungsanlagen. Diese können in der Zeit von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr auch besichtigt werden. Mit dem Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda geht es am Freitag um 10 Uhr in das Lausitzbad zum Seniorenschwimmen und zum Fototreff wird ab 15 Uhr in die Begegnungsstätte im Flieshof am Markt eingeladen. Blutspenden kann man am Freitag in Weißwasser. Zum Aderlass wird in der Zeit von 11.30 Uhr bis 16 Uhr in das Krankenhaus in Weißwasser in der Liebknechtstraße aufgerufen. Zum Kistenkram wird am Freitag in das Museum Bautzen am Kornmarkt eingeladen. Mädchen und Jungen ab 4 Jahre können dabei ab 12.30 Uhr dem Kinderpfad folgen und an 13 Kisten viele Überraschungen erleben. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda dreht sich am Freitag ab 13 Uhr alles um Umwelt- und Computertechnik und ab 15 Uhr steht das Basteln in der Kreativwerkstatt im Programm. Chillig geht es am Freitag wieder im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda zu. Ab 14 Uhr kann man zum Beispiel den Internetpoint nutzen und ab 16 Uhr wird in der Küche Kartoffelsuppe gekocht. Unter dem Titel Hear My Song steht am Freitag ein magischer Abend mit lebensgroßen Puppen über die Liebe und die Welt der fahrenden Leute im Burgtheater Bautzen im Programm. Los geht's, 19 Uhr. Und zur Open Stage sind alle Musikerinnen und Musiker sowie Musikinteressierte oder einfach nur Zuhörer am Freitagabend ab 20 Uhr in das Steinhaus Bautzen eingeladen. Der Eintritt ist frei. Zudem können sich Bands für einen kleinen Eröffnungsgig bewerben. In der Nacht zum Freitag bewölkt, meist aber trocken und im Verlauf auflockernd oder aufklarend bei Tiefstwerten zwischen 10 bis 2 Grad. Am Freitag längere Zeit sonnig und weitgehend niederschlagsfrei, dabei aber deutlich kühler als zuletzt mit maximal noch 13 bis 16 Grad.
Am Samstag und Sonntag nach örtlichem Frühnebel mal Sonne, mal lockere Wolken und meist trocken. Die Tagestemperatur entspricht mit Werten um die 13 Grad der Jahreszeit. Und das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend und freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.